Hallo Freunde, ihr sucht eine Öffnung, wo ihr gegen erstens D4 so ein bisschen Schärfe reinbringen könnt und ihr glaubt, nimm zu indisch ist immer nur langweilig? Na, weit gefehlt. Denn dieser Mann hier, Oleg Romanischin, hat ein Gambit erfunden, das ich euch heute zeigen möchte, das nach ihm benannt ist. Das Romanischin Gambit in der nimm zu indischen Verteidigung. Was das ist und was die Ideen sind, zeige ich euch. Und dann zeige ich euch noch eine Partie, die ich selber damit gespielt habe. Weil was nützt eine Theorie? Selber die Praxis ist natürlich auch immer wichtig. Also, das alles heute hier. Auf geht's. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Nun, nimm zu indisch. Kennen wir alle Nachspringer C3, Läufer B4. Nimm zu indische Verteidigung. Okay. Dame C2 oder E3 sind da hier so die meist gespielten Züge. Ich spiele auch selber F3, A3, was nicht alles gibt, kein Thema. Aber dieses Romanischin Gambit ist gegen dieses klassische Dame C2 System. Nun, zunächst einmal, dieses Dame C2 möchte auf C3 zurückschlagen und den Doppelbauern vermeiden. Und ganz oft wird Weiß dann auch da extra noch ein Tempo für investieren, um eben das Läuferpaar zu bekommen, die Bauernstruktur intakt zu halten und dann langsam aber sicher nach und nach mit dem Läuferpaar einen Vorteil auszubauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten für Schwarz da entsprechend gegen zu spielen. Ja, ich habe euch schon mal das Vito Lynch Gambit, auch nach dem lettischen GM, habe ich euch auch schon mal gezeigt, hier nach A3 dem Tauschen und nach Dame C3 mit B7, B5. Ja. Auch sehr interessant. Aber heute soll es mal um D7, D5 gehen. Zunächst, ja, sieht er noch verhältnismäßig normal aus, so Art Damen-Gambit-mäßig hier. Weiß spielt A2, A3. Wir tauschen den und Weiß schlägt zurück. Natürlich kann man hier auch statt A3 auch andere Varianten spielen. Ja, zum Beispiel dieses Tauschen und Läufer G5. Das ist so ein bisschen, naja, so die Spaßbremse in Anführungsstrichen, diese Variante. Aber A3 ist so die klassische Herangehensweise. Wir schlagen hier und jetzt spielen wir C7, C5, greifen sofort das Zentrum an. Der beste Zug für Weiß, hat sich herausgestellt, ist dieses Schlagen auf C5. Und dann spielen wir mit D5, D4 einen Tempogewinn auf die Dame. Wir kreieren einen gewissen Raumvorteil, so ähnlich wie im Albins Gegengambit. Und versuchen hier, wir haben hier ein schönes Zentrum, ja, wir kriegen unsere Puppen raus. Wir wollen einen Entwicklungsvorsprung haben, wir wollen die Initiative übernehmen. Material soll uns gar nicht so entscheidend wichtig sein. Und dass natürlich hier taktisch verwirrte Stellungen entstehen, ist klar. Das ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass es eben nicht langweilig ist. Ganz kurz, hier schauen wir mal, ja, was passiert, wenn Weiß so andere Züge macht, wie zum Beispiel Springer F3. Dann können wir hier eben den D-Bauern wegtauschen und mit E6, E5 und D5, D4 auch dieses Zentrum aufbauen. Das soll uns auch nicht stören. Ja? Und auch Dame G3, dann opfern wir halt diesen Bauern. Was kostet die Welt? Ja? Wir vertreiben den Springer und entwickeln uns. Wir können den Springer gegen den tauschen, aber wir sehen, wir haben einfach einen Entwicklungsvorsprung. Den Turm auf der E-Linie in der Mitte, der weiße König steht da ja noch. War natürlich jetzt nicht immer alles erzwungen, aber soll mal demonstrieren, worum es hier gehen soll. Und auch dieses Öffnen funktioniert einfach schon nicht mehr, weil alle schwarzen Figuren ja, aktiv sind. Der Läufer kann hier raus, der nächste Turm ins Zentrum. Ja. B4 funktioniert schon nicht mehr, wegen Springer schlecht B4, der A1 ist ungedeckt. Ja, und jetzt rennt der König hier irgendwo in der Weltgeschichte rum. Und das kann natürlich auch nicht gut sein. Ne? Das nur so als ein Beispiel, warum D schlecht C die Hauptvariante ist. Ja, und nach D5, D4 die Ideen halt mit E6, E5, Springer C6, E5, kurze Rochade, Turm E8 und dann Initiative übernehmen. Und da habe ich euch mal zwei Beispiele mitgebracht, um zu demonstrieren, wie sich Schwarz das hier so vorstellt. Und da schauen wir uns mal die als erstes diese Partie an und die hat niemand Geringeres als Anatoli Karpov mit Weiß gespielt. Und jetzt schaut mal, wie Karpov hier hergespielt wurde. Das kommt auch nicht so oft vor.
Zunächst Dame G3, okay. Das ist mit so der Hauptzug, der theoretische Hauptzug, weil G7 hängt, E5 unter Kontrolle gebracht werden soll. Schwarz entwickelt sich, sagt hier, der Bauer interessiert mich mal überhaupt gar nicht. Karpov nimmt den. Und Schwarz spielt E6, E5, was diesen Läufer hier frei macht, ja. E4 möchte diesen Bauern verteidigen, okay, Turm G6 und Springer E4. Und wir sehen, grundsätzlich hat Schwarz alle Figuren draußen im Spiel ohne Probleme. Er hat eine super schnelle Entwicklung, während Weiß ja quasi noch nicht wirklich viel entwickelt hat. Und dann bleibt es auch nicht aus, dass die ersten Drohungen auftauchen. Und dann wird der B4 angegriffen und unter Druck gesetzt. Jetzt droht hier auf B4 zu schlagen, den Turm zu tauschen und hängt der B4. Und wenn B5 erzwungen ist, dann ist halt immer so ein bisschen auch der C5 schon wieder so ein bisschen schwach und weich. Okay, ihr seht ja, wir interessieren uns gar nicht so wahnsinnig für Bauern oder für Material, für Bauernstrukturen. Wir wollen aktive Figuren haben mit Schwarz. Karpov entwickelt eine Figur, sieht aber gefährlich aus. Was macht Schwarz? Er schlägt hier auf C5. Opfert hier eine Qualle? Hört uns nicht. Jetzt haben wir aktives Spiel. Wir drohen auf G2 den Bauern und damit den Turm zu gewinnen. Wir drohen die Gabel auf D3. Also spielt Karpov König F1. Dann spielen wir Läufer E1 und wir sehen auf einmal, ups, die weißen Felder sind richtig schwach. Hm? Zack, zack. Da kommen alle weißen Figuren über die weißen Felder. Hier drohen schon die ersten Mattmotive. Alle Figuren kommen hier auch noch irgendwie ins Spiel. Das Material kommt quasi von alleine zurück und wir sehen alle schwarzen Figuren hier, ja, spielen aktiv mit auf den weißen Feldern. Eine völlige Demontage der weißen Stellung. Und hier hat in der Partie Karpov gegen Eduard im Jahre 2016 bei der Karpov Trophy auch noch. ja, hier hat Karpov einfach aufgegeben. Hier ist überhaupt nichts zu machen. Ja? Völlig überrannt worden. Das passiert natürlich auch nicht so oft, ja, keine Frage, aber war schon mal ein gutes Indiz dafür, wie Schwarz sich das vorstellt. Und in der zweiten Partie ging es so ähnlich. Nämlich, hier in unserer Ausgangsstellung wieder. Ja? Was passiert, wenn die Dame nicht nach G3 geht? Die Dame könnte ja auch theoretisch nach C2 gehen. Das wären so die beiden Hauptzüge. Und hier habe ich euch mal eine Partie vom Oleg Romanischin selber mitgebracht, um zu demonstrieren, dass er das auch selber gespielt hat. Ja? Erstmal zack, Zentrum setzen. Wunderbar. Figuren raus. Weiß hat immer das Gleiche. Er kann diesen Bauern hier decken und verteidigen. Ja, aber das kostet eben Zeit. Rochade. Ein wiederkehrendes Phänomen. Der schwarze König ist in Sicherheit, während der weiße König hier im Zentrum bleibt. Das ist ein Riesenunterschied. Springer F3, Turm E8, auf der E-Linie, klar. Weiß versucht, das Zentrum zu schließen. Okay, das ist nicht uninteressant. Ja, jetzt kann Schwarz mit E5, E4 nicht mehr so richtig die Dynamik fließen lassen. Aber kein Problem, wir haben noch einen weiteren Hebel mit A5. Hier in dem Fall versucht Weiß, diese Bauernstruktur aufrechtzuerhalten. Dadurch wird aber auch die A-Linie abgegeben. Okay, Läufer G4. Droht hier vielleicht den Doppelbauern? Springer D2. Verhindert das? Springer H5. Ihr seht, Schwarz, ja, die Figuren kommen die nach vorne, suchen sich Felder. Und nicht nur, dass der Springer auf dieses Feld kann. Dieser Springer C6 kommt hier nach D4 ins Zentrum. Ja, wir verzichten auf diesen Bauern, der ist uninteressant. Aber wir haben hier auf D4 ein super Vorpostenfeld für unseren Springer. Ja? Deswegen, damit der hier nicht irgendwie im Abseits rumsteht oder so. Hier zentral, da steht er richtig gut. Alles klar. Jetzt soll er getauscht werden. Naja, egal. Dynamik. Jetzt wieder F5. Hier das Zentrum angreifen. E4. Und auf das Schlagen. Oh, jetzt steht der Turm aber goldrichtig hier. Jetzt geht hier alles auf. Läufer E2. Okay, tauschen wir ein. Und schlagen auf E4. Und zack, zwei verbundene Bauern. Da könnt ihr euch aber selber ausrechnen, wer hier besser steht. Dame H3, Turm A2, ups, der kommt ja auch noch von der anderen Seite. Und E3.
Eieiei, jetzt wird der hier abgesperrt. Ja, der hier könnte hängen, das stimmt. Aber die Dame kommt zum Beispiel über diese Seite rein. Dieser Bauer hängt. Schwarz hat hier zwei Bauern. Nur mal ganz kurz, ja, wenn Schwarz den jetzt hier, wenn Weiß den nehmen würde, wir hätten auch noch E2 als Zusatzoption nach dem Motto, wenn der König nach E1 geht, kommt irgendwann Dame A5 und das Schach und das Matt ist nicht abzuwehren. Und ja, in der Partie kam Läufer B2, um die zweite Reihe zu schützen. Da kam trotzdem Dame A5, denn jetzt ist auf einmal das Feld D2 unbewacht. Dass die Partie jetzt so endet, spielt jetzt im Grunde keine Rolle. Demonstriert aber wunderbar, dass wieder der weiße König in der Mitte hängen geblieben ist und Schwarz eine sehr große Dynamik, eine Figurenaktivität entwickeln konnte. Und das war die Partie von Lazarev gegen Romanichin aus dem Jahre 1999. Ja, ich denke, boah, das ist aber ein interessantes Gambit. Das könnte auch was für mich sein. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich das selber mal aus. Ja, was da rausgekommen ist, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe eine 10 Minuten plus 5 Sekunden Schnellschachpartie gegen Quadbest 2-1-56 gespielt. Und genau, ich hatte die schwarzen Steine. Wir kriegen die Öffnung, kriegen wir zusammen. Damit C2. Ich denke, oh, jetzt kannst du das vielleicht mal ausprobieren. Es kam A3. Ich habe sofort C5 gespielt und D4 gespielt und wir haben unsere Ausgangsstellung erreicht. Ich denke mir, super, jetzt können wir mal gucken, was hier so passiert. Und zack, spielt Weiß Dame D3. Denk, oh, den habe ich ja überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt habe ich versucht, mich an den Basisdingen, die ich eben kennengelernt habe, zu orientieren. Ja, so Züge wie Springer C6, Rochade, schnelles E5 und dann mal gucken, irgendwie eine Dynamik entwickeln. Also dachte ich mir, komm, erstmal Puppen raus, ja, mit der Idee E5, Springer F3, E5. Jetzt droht sogar E4 mit Gabel, weil, ja, dann stehen die einfach nicht gut. Läufer G5 kam, der verhindert durch diese Fesselung, respektive durch dieses Tauschen, nimmt der Einfluss auf das Feld E4. Ich denke, ja komm, erstmal rochieren, König in Sicherheit bringen, das war eben immer gut. Und jetzt kam Springer D2. Ich denke, verfluchte Axt. Jetzt nimmt Weiß hier die Kontrolle über das Feld E4 ein. Und denke, uiuiui, jetzt komme ich ja gar nicht mehr zu E5, E4. Jetzt geht ein bisschen die Dynamik verloren. Verdammt, dachte ich mir, das sah in den Beispielpartien immer irgendwie anders aus. Okay, ich habe erstmal H6 gespielt. Das ist ein guter Zug. Stellt hier die Frage, was möchtest du mit diesem Läufer machen? Und in der Partie hat er hier geschlagen. Wir gucken uns mal kurz an, was passiert, wenn der Läufer hier nach H4 zurückginge. Nun, dann kann ich mit G5 den Läufer nochmal vertreiben. Und dann kann ich vielleicht mit Springer D7 diesen C5 angreifen, gewinnen, mit Tempo vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann aber auch die Dame hierhin spielen, um sofort E5, E4 zu spielen. Und ich greife natürlich auch diesen Bauern C5 an. Und wenn hier B4 kommt, dann habe ich wieder meine Dynamik. Dann geht es hier vorwärts, ja. Und diesen Hemmzug E3, dass der Läufer hier nicht rauskommt. Und dann wird der Turm auch ganz lange nicht rauskommen. Und ja, das sind so die Dinge. Alles klar, das würde ich riskieren. Ja? Im Zweifelsfalle, ob hier wirklich eine Qualität weg ist, wäre ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber dachte ich mir, das ist allemal ausreichend und aktiv genug für eine Qualität. Und deswegen hat der Weiße in der Partie hier auch auf F6 geschlagen. Okay, ich schlage zurück und es kam Springer E4. So, jetzt muss ich mit meiner Dame weg. Und ich habe drei Möglichkeiten. G6, E7 und D8. Und ihr könnt ja mal kurz überlegen, wohin ihr gehen würdet. Ich dachte mir, E7 vielleicht noch, ja, um den C5 ein bisschen im Auge zu haben und auch auf der E-Linie zu stehen. Dame D8 wäre vielleicht auch sehr interessant gewesen, damit ich die Zusatzoption mit Dame A5 Schach habe. Grundsätzlich ist egal, welches dieser drei Felder ich nehme. Irgendwann werde ich dann natürlich mit F7, F5 versuchen, diesen Springer hier aus seiner
zentralen Lage zu vertreiben und eine Dynamik aufzubauen. Ich habe mich am Ende des Tages für Dame G6 entschieden. Der ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, Dame D8 gefiel mir im Nachhinein noch etwas besser. Aber gut, Springer D6, F5 und Weiß spielt E4 und versucht, ein bisschen die Dynamik daraus zu nehmen. Ja? Jetzt kann ich selber E5, E4 nicht spielen und wenn ich mit dem Bauern schlage, ja, dann kann die Dame eben zurückschlagen. Also ich zeige das mal in einer Variante. Wenn ich jetzt hier schlagen würde, jetzt droht schon Damentausch und vor allem, jetzt kann der Läufer auch noch hier hin. Und dann, ja, droht vielleicht sogar schon matt und er kommt zur Rochade. Damentausch will ich natürlich auch nicht wirklich, ne? Und ja, dachte ich mir, irgendwie, was tun? Und ich habe mich dann nach langem Nachdenken für E3, dieses en passant schlagen, entschieden. Weil ich dachte, okay, die D-Linie geht noch auf, da kriege ich einen Turm vielleicht hin, welchen auch immer. Und ich habe das Feld D4 für meinen Springer frei, sieht doch super aus. Aber der Computer sagt, nö, damit wirfst du den Vorteil weg und jetzt steht Weiß besser. Gut, das ist natürlich eine Computervariante. Weiß schlägt hier auf E3 und ich dachte mir, alles klar, ich entwickle meinen Läufer nach E6, habe den hier im Auge, habe das Feld D8 jetzt freigemacht für welchen Turm auch immer. Ich weiß, wusste noch nicht mal, welchen ich nehmen. Aber, und das war mir relativ klar, hier bei dem Zug habe ich länger nachgedacht, denn ich habe schon so ein Gefühl gehabt, irgendwie ist irgendwas nicht so ganz richtig. Und ja. Weiß spielte Dame G3 so einen menschlichen Zug. Der war vielleicht auch nicht der allerbeste. Ich habe mir so überlegt, was ist eigentlich, wenn Weiß die lange Rochade macht? Das sieht natürlich komisch aus, dass der König hier, steht der da in Gefahr oder steht der da sicher? Mal zumindest ist er aus der E-Linie raus. Der Turm spielt mit, deckt den D6 hier. Hm? Vielleicht kann Weiß jetzt im nächsten Rochade machen und ja, er spielt zumindest mit. Ne? Und hier habe ich auch nichts so richtiges gefunden, wie ich jetzt hier weiter hätte spielen können. Ich hätte wahrscheinlich früher oder später mit B7, B6 hier die Seite irgendwie öffnen, noch ein Gambit und noch mehr Linien öffnen, in der Hoffnung auf irgendwie Tricksereien und so. Ne? Aber so richtig, richtig glücklich und zufrieden war ich halt nicht. In der Partie folgte aber Dame G3, möchte Damen tauschen. Aber das ist ja klar, das möchte ich natürlich nicht. Muss die Dame auf dem Brett halten, ja, damit die noch hier irgendwie gucken kann und so. Und Weiß versucht sich zu entwickeln. Immer noch wäre tatsächlich lange Rochade besser gewesen, aber der ist natürlich aus menschlicher Sicht super, super schwierig. Psychologisch schon alleine, ja, den König hier offen hinzustellen. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass der nicht kam. Läufer E2 und jetzt scheint Weiß nur noch einen Zug davon entfernt zu sein, die Rochade zu spielen, die Entwicklung zu beenden und dann, ja, steht er ja gar nicht so schlecht mit dem Springer hier, ja, hier in der Bauernmehrheit. Okay, also heißt es Handeln, Springer nach D4. Jetzt kann Weiß nicht rochieren wegen der Gabel auf E2. Also muss er erstmal den Läufer decken. D3 ist vielleicht nicht das optimale Feld, weil ich hier mit E4 noch ein Tempo gewinnen kann, wenn ich mal lustig bin. Vor allem dachte ich mir aber, weißt du was, ich will hier mit B6 die Stellung ein bisschen öffnen. Ich den D6 hier auch entwurzeln im Zweifelsfall. Ja? Den B6 gewinnen, schlagen, wie auch immer. Und ja, wenn der C5 nämlich weg ist, dann kriege ich hier vielleicht einen Turm nach D8. Und dann muss der Springer weg. Und dann habe ich hier auf der D-Linie Möglichkeiten. Das waren so die Hintergedanken von B6. Und Weiß zieht diesen Springer auch sofort weg. Ihr seht natürlich, ja, er kommt einfach, jeden Zug, den er macht und nicht zur Rochade kommt, ist ein guter Zug für mich. Ja, so, zack, Türme in die Linie. Ich habe nicht den F-Turm genommen, damit der Springer nicht hier zufällig noch irgendwie wieder rumgabeln kann und irgendwie was tauschen kann und so. Also habe ich den Turm genommen. Ja, und jetzt droht er hier vielleicht auch schon mal ein Abzugsschach. Deswegen geht, oder Abzugschach oder ein Abzugangriff vielmehr. Da ging die Dame nach C3. Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, das Feld, denn jetzt kann
der weiße König immer noch nicht rochieren. Und ich schlage auf C5. Jetzt habe ich meinen Bauern zurück. Und jetzt dachte ich mir, hier muss ich einfach Bombe stehen. Ich habe das Zentrum. Ich komme mit E5, E4. Ich kriege diese Bauern in Wallung. Weiß kann ja auch nicht rochieren. Ja, und er schlägt hier. Und ich schlage natürlich mit dem Bauern. Und jetzt haben wir natürlich die Konstellation. Ich habe die zentralen Bauern. Und Weiß hat die Mehrheit am Damenflügel. Das heißt, wenn er zur Entwicklung kommt, zur Rochade kommt, wenn er die Bauern erstmal in Wallung bringt, kann das durchaus auch spannend ein Wettrennen werden. Aber ich glaube, weil ich ja viel besser entwickelt bin und ich bin am Zug, ist wie im Tandem. Ja, wer die Initiative hat, muss dranbleiben. Und dann fällt so ein Zug wie D3 natürlich auf. Greift diesen Läufer an, der zieht weg. Hier ist ja klar, dass er den natürlich nicht schlagen sollte, wegen E5, E4. Und dann ist der quasi weg. Deswegen kam Läufer D1. Ja, und jetzt habe ich hier natürlich die Möglichkeit, mit E5, E4 hier schon einen super direkten Freibauern zu holen. Oder ich habe auch die Möglichkeit, ich könnte diesen Bauern entfernen. Dann ist einer der gefährlichen Bauern vom Gegner weg. Und dachte mir, okay, dann schlage ich den. Aber da sieht man mal, dass ich irgendwie so die Dynamik noch nicht so richtig in mir aufgenommen habe. Wenn ich sofort mit E5, E4 loslege, Weiß kommt zur Rochade, aber ich habe hier sofort diese Wallung, die ganzen Bauern. Und vor allem, ich drohe hier schon mit F3 oder Läufer hierhin. Ne? Ich habe schon so viele Optionen. Jetzt kann ich den immer noch schlagen. Droht E3. Ja, und gehe einfach nochmal zur Seite. Ihr seht, Weiß kann überhaupt nichts machen. Wenn Computer schon so anzeigt, ja, zieh mal hin und her und so, dann ist schon irgendwas schief gelaufen. Deswegen, das sind so dynamische Möglichkeiten, ne? Diese Bauern hier und angreifen und gegen den König und so. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Nicht, dass ich jetzt hier schlecht stehe. Ich glaube, ich stehe immer noch sehr, sehr gut, ja, keine Frage. E4. Aber er bekommt eben ein Tempo mindestens mal auf den Läufer. Und kriegt die Puppen so ein bisschen raus. Okay. Und hier war ich mir während der Partie jetzt auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben natürlich jetzt beide nicht mehr so viel Zeit. Noch etwa 1 bis 2 Minuten. Da kam man mir mit F3 etwas zur Hilfe. Da war ich natürlich dankbar für. Denn durch dieses Dame Schach kam ich zu E3. Jetzt habe ich hier 2 gedeckte Freibauern. Und ist ja klar, dass die gleich rennen werden. Ich denke noch meinen Läufer. Zieh die Bauern vor. Jetzt hängen 2 Türme und hat er einen eingestellt und die Partie aufgegeben. Also, lief nicht so wie in den theoretischen Mustern, aber wir haben nach der Partie noch nur geschattet und so, ja, und hat die Partie beiden richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und war auch Neuland für uns beide, ja, von daher, wir hatten echt Spaß während der Partie. Vielen Dank an Quadbest für die Partie und für den Chat nachher sehr, sehr angenehm. Und ja, das war meine erste Erfahrung mit dem Romanischen Gambit. Ich glaube, das könnte ich öfter mal probieren. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, freue ich mich. Genießt es, probiert es. Ne? Dynamik nimmt zu Indisch, muss nicht langweilig sein. So, in dem Sinne, Freunde, sage ich besten Dank und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.